In diesem Video geht es um die drei Chancen des Herzens. Das ist ein Konzept, das ich entwickelt habe und da möchte ich ehrlich mit dir sein, weil ich sehr, sehr oft verletzt worden bin von meinen Partnerinnen und auch weil ich, und den Schuh ziehe ich mir auch natürlich an, auch selbst oft verletzt habe mit meinem Verhalten, mit dem, was ich gesagt habe und auch umgekehrt. Und das ist ein Konzept, was sehr, sehr wichtig ist für dich zu verstehen, wenn du eine glückliche Beziehung führen möchtest mit deiner Partnerin oder wenn du eine Frau bist und dieses Video schaust mit deinem Partner. Dieses Konzept nenne ich die drei Chancen des Herzens. Und hier geht es einfach darum, dass du dein Herz deiner Partnerin gibst. Ja? Und deine Partnerin hat dafür die Verantwortung. Warum? Weil du nicht mehr dein Herz besitzt. Es ist nicht mehr in deinem Besitz. Du hast dein Herz praktisch abgegeben an deine Partnerin, an deinen Partner. Und ab diesem Zeitpunkt trägt dein Partner die Verantwortung für dein Herz, für das Wohlbefinden deines Herzens. Und was das genau bedeutet, erkläre ich dir jetzt sofort. Nur du musst verstehen, dass es hier darum geht, wirklich, dass du nicht mehr die Verantwortung hast, sondern du gibst sie ab an deinen Partner. Aber im Umkehrschluss hast du genauso die Verantwortung für das Herz deines Partners. Und darauf möchte ich einfach dich so ein bisschen aufmerksam machen und ein bisschen, ja, das Bewusstsein schaffen einfach für dieses Konzept, weil es extrem dafür sorgen wird, dass du in Streits oder in Stresssituationen nicht zu viel Schaden anrichtest und auch gleichzeitig dich selbst schützen lernst, deinen eigenen Selbstwert schützen lernst, dein eigenes Herz dann auch im Umkehrschluss doch schützen lernst. So, und jetzt erkläre ich dir das Konzept. Jedes Herz hat drei Schutzbarrieren. 1, 2, 3. Und in einem Streit werden diese Schutzbarrieren angegriffen. Ja, das bedeutet einfach, dass wenn du dich mit deiner Partnerin, mit deinem Partner streitest, dass es dann dazu kommt, dein Partner beleidigt dich im Streit, sagt irgendwas, was er nicht zurücknehmen kann, die Taten deines Partners, vielleicht hat dein Partner dich angelogen oder. Es passieren halt dumme Dinge in einer Beziehung und das kennt jeder von uns und das ist auch völlig normal, nur du musst lernen, damit umzugehen und das auch zu verstehen, was genau da passiert, auch gerade wenn du mal Scheiße baust. Bei so einer Sache geht die äußere Schutzschicht flöten, ja? Diese Schutzschicht ist weg. Dann kommt das nächste Ding rein. Dein Partner hat vielleicht nicht nur gelogen, sondern dein Partner hat darüber hinaus dich ignoriert und hat sehr lange, obwohl du eigentlich ein Typ bist, der Versöhnung sehr, sehr schnell braucht, hat sehr lange gebraucht, um diese Versöhnung herbeizuführen oder hat das gar nicht gemacht und du musstest es machen. Das hat dir wiederum wehgetan, weil dein Partner nicht auf dich zugekommen ist. Und dann passiert vielleicht noch eine dumme Sache und deine drei Schutzbarrieren sind weg. Und jetzt ist der Fall, was passiert danach? Alle drei Schutzbarrieren sind weg und der Streit hört trotzdem nicht auf. Es gibt keinen Stopp. Der Stopp ist nicht vorhanden. Es wird immer weiter attackiert. Und was passiert dann? Dein Herz wird direkt angegriffen. Und jedes Herz, ist jetzt einfach mal eine willkürliche Zahl, aber für dieses Konzept zu verstehen, habe ich jetzt einfach mal ausgesucht. Jedes Herz hat 100 Health Points, 100 Gesundheitspunkte, 100 Herzpunkte. Ja? Und sobald diese drei Schutzbarrieren weg sind, wird dein Herz direkt angegriffen. Und die drei Schutzbarrieren sind solide. Da kannst du echt deinem Partner auch mal was Übles verzeihen, so, weil du deinen Partner liebst, weil du deinen Partner auch als Partner behalten möchtest. Da gibst du wirklich alles, du opferst dich selbst auf für die Beziehung, um die Beziehung auch am Leben zu halten. Dafür sind diese Schutzbarrieren auch gedacht. Das ist sozusagen der Puffer für die Fehler deines Partners, die du deinem Partner einfach auch zugestehen musst, weil du auch selbst Puffer irgendwo brauchst für deine eigenen Fehler. Das ist etwas völlig Normales. Jetzt
Das erste Learning. Sobald du eine der drei Schutzschichten angegriffen hast und die weg ist, sorge dafür, dass die wieder aufgebaut werden. Wieder aufbauen. Ja? Wieder aufbauen. Das ist extrem wichtig, weil sobald diese drei Schutzschichten alle drei weg sind und nicht wieder aufgebaut werden durch Kleinigkeiten, wird die Substanz deines Herzens angegriffen. Und sobald hier die 100 Health Points sozusagen angegriffen werden, geht es an deine Substanz. Und damit du das hier wieder auffüllen kannst, die 100 Health Points, bedarf es nicht mehr Kleinigkeiten, sondern grundlegender Veränderungen. Ja? Um Health Points wieder aufzufüllen, braucht man grundlegende Veränderungen. Das sind tiefgreifende Veränderungen, die wirklich deinen Partner wirklich verändern. Ja? Dein Partner geht jedes Wochenende feiern, das hat dich gestört, das hat deine Substanz angegriffen, weil dabei vielleicht Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren dürfen. Und das bedeutet einfach, dass dein Partner dir zeigen muss, dass er jetzt mal nicht mehr feiern geht und nicht mehr diese Scheiße baut. Das wäre eine grundlegende Veränderung. Ja? Und die muss passieren, damit sich deine Health Points langsam wieder aufbauen. Und es ist genauso wie in einem Videospiel, dass das länger dauert. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, bei einem Videospiel ist es ungefähr so, dass wenn du jetzt hier bei 50 Health Points wärst und jeden Tag kriegst du einen Health Point wieder dazu, dann brauchst du 50 Tage, um dein Herz wieder zu heilen. Und das Problem ist, dass diese Regeneration deines Herzens erst zum Beispiel nach 10 Tagen erst anfängt. Ja, Regeneration fängt nach 10 Tagen erst an. Kann auch sein nach 2, kann auch sein nach 3 Tagen, je nachdem, was da gerade passiert ist. Ja, wenn es richtig schlimme Sachen sind, kann es sein, dass es auch länger dauert. Wenn dein Partner fremdgegangen ist oder sowas, das dauert einfach seine Zeit, bis du sowas verzeihen kannst, wenn du sowas überhaupt verzeihen willst. So. Das Problem ist nur, dass viele die Scheiße bauen, und deshalb mache ich dieses Video, weil das ist das Learning daraus, nicht verstehen, dass wenn in diesen 10 Tagen wieder etwas passiert, also wieder irgendein Stressfaktor kommt, dass wieder direkt die Health Points angreift. Und das ist ein massives Problem. Du brauchst einen gewissen Zeitraum zum Heilen. Du musst deinem Partner einen gewissen Zeitraum zum Heilen zugestehen und darfst in dieser Zeit keine neue Scheiße bauen. Keine neue Scheiße bauen. Okay? Das ist so wichtig, weil da passieren die meisten Probleme in einer Beziehung. Etwas passiert, man entschuldigt sich dafür vielleicht, aber es reicht nicht. Es wurde nicht verziehen. Passiert noch was. Es passieren Dinge hintereinander. Der Berg häuft sich. Und irgendwann hält man es nicht mehr aus. Es geht an die Substanz. Die Health Points gehen runter. Man redet mit dem Partner. Man fordert grundlegende Veränderungen. Der Partner macht diese grundlegenden Veränderungen. Aber nicht mal 10 Tage, sondern vielleicht nur 5. Und nach 5 Tagen kommt genau wieder ein Streitpunkt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass du nicht einen Health Point regeneriert hast. Das bedeutet, dass du dastehst mit einem gebrochenen Herzen. Und wenn du so einen Partner hast, dann musst du das auch so kommunizieren. Vielleicht zeigst du deinem Partner dann einfach dieses Video, um dieses Konzept einfach mal zu verdeutlichen, einfach zu sagen, hey, schau mal, ich gebe mir echt Mühe, so dir das zu verzeihen und darüber hinwegzusehen. Und ich versuche auch wirklich gute Laune zu haben in der Beziehung und ich will mich auch gut mit dir verstehen. Aber das dauert einfach seine Zeit. Ich brauche meine Zeit, um zu heilen. Und mit deinem Verhalten, wenn du es nur 5 Tage durchhältst,
dann kann ich noch gar nicht heilen, weil ich noch nicht diesen Beweis für mich habe, dass du die Sache, warum mein Herz überhaupt erst gebrochen ist, dieses Problem nicht verstanden hast, es nicht gelöst hast. Ja? Du wirst praktisch dann mit deinem gebrochenen Herzen für zu billig verkauft, weil dein Partner davon ausgeht, ja, ich habe jetzt Scheiße gebaut, bin jetzt 5 Tage wieder normal unterwegs und danach mache ich genau denselben Fehler wieder. Oder was anderes, ja, und scheiß dabei wieder auf dich. Und wenn du dieses Konzept verstanden hast, dann verstehst du auch, dass wenn du weniger als 100 Health Points hast, nicht mal genug für dich selbst hast. Denn nur eine Person, die auch wirklich 100 Health Points hat, ist zu 100% healthy, gesund. Und wenn du nicht mal genug für dich selbst hast, kannst du auch schlechter geben. Und dann kommt es in diese Teufelsspirale. Dein Partner hat dich massiv verletzt, du hast keine 100 Health Points mehr, du hast nur noch 50, du kannst nur noch die Hälfte geben von dem, was du eigentlich geben müsstest. Dein Partner hat dafür kein Verständnis, dein Partner kriegt weniger, deine Laune sinkt, die Laune des Partners sinkt, es gibt immer mehr Streit. Und beide sind einfach langfristig gesehen unglücklich. Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass keiner von beiden die Verantwortung übernimmt für das Herz des anderen. Deshalb, bitte verstehe, dass du, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, das fängt schon an ab dem ersten Date. Das fängt schon an vorher beim Schreiben. Das fängt sofort an. Fang bei Sekunde 0 an. Der erste Kontakt, ab dann hast du schon die Verantwortung. So musst du das Konzept verstehen. Denn ansonsten ist es kein Perfection Game. Ansonsten ist es irgendwas Lapidares, Hingeklatschtes, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Aber wenn du eine perfekte Beziehung führen möchtest, wenn du so diesen Anspruch hast an dich selbst, deine Partnerin zu 100% glücklich machen zu wollen, dann übernimm doch auch die Verantwortung ab Sekunde 1. Punkt. Weil, wenn dann Dinge passieren, du lernst deine Partnerin kennen, man datet sich, die ersten paar Dates hin und her und dabei passieren schon irgendwelche Sachen, die das Herz brechen könnten, weil man war ja noch nicht zusammen oder ja, man ist das Ganze erstmal locker angegangen etc. pp. Dabei können Dinge passieren, die du einfach auch sehr, sehr schwer oder gar nicht rückgängig machen kannst oder wieder gut machen kannst. Aus diesem Grund, vielleicht der wichtigste Tipp überhaupt, übernimm Verantwortung für das Herz deiner potenziellen Partnerin auch ab Sekunde 1. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Jeder sollte eine Beziehung mit frischen 100 Health Points starten. Okay? Jedes Herz hat 100 Health Points und jede Beziehung sollte mit 100 Health Points starten. Es ist aber nun der Fall, dass viele mit Altlasten aus alten Beziehungen in eine neue Beziehung reingehen. Das heißt, die starten eine neue Beziehung nicht mit 100 Health Points, sondern die gehen vielleicht mit 70 oder wenn sie richtig zerstört sind, nur mit 30 Health Points in eine neue Beziehung rein. Und der neue Partner leidet darunter, denn er bekommt nicht die Verantwortung für ein gesundes Herz, sondern er kriegt ein krankes, kaputtes Herz in die Hand und muss sich darum erstmal kümmern, damit es wieder auf 100 kommt und das dauert nicht nur 10 Tage, sondern vielleicht viel länger und dadurch ist eine Disbalance von Anfang an in der Beziehung gegeben. Wenn der eine Partner 100 Punkte hat und der andere Partner hat vielleicht nur 30, dann muss dieser Partner sehr viel dafür tun, dass dieser Partner wieder auf 100 Punkte kommt. Und das ist halt so eine massive Disbalance, die beide einfach verstehen sollten von Anfang an. Die Person mit 30 Punkten sollte verstehen, dass das eine massive Last sein kann für den anderen Partner. Und der andere Partner sollte sich dessen von Anfang an bewusst sein, dass er hier Aufbauarbeit zu leisten hat. Dem Partner zu helfen hat, zu heilen. Denn das ist auch der Job eines Partners. Du musst deinem Partner versuchen zu helfen, zu heilen einfach. Die Altlasten einfach zu heilen. So, wenn du deine Partnerin wirklich glücklich machen möchtest. Und das bedeutet einfach, dass du wirklich über einen langen Zeitraum vielleicht, also wenn hier zum Beispiel 30 Health Points vorhanden sind und jeder Tag nur einen neuen Health Point dazu bringt, dann hast du hier schon mal 70 Tage plus es fängt erst in 10 Tagen an. Das heißt, du musst erstmal 80 Tage
alles perfekt machen, sodass dein Partner überhaupt erst heilen kann. Verstehst du, warum ich jetzt von Altlasten und von Disbalance rede? Weil dein Partner muss das nicht machen. Dein Partner kann dich erstmal dreimal verletzen und dich dann nochmal auf 30% runterbringen, 30 Health Points, um dann erst auf demselben Level zu stehen wie du. Und das ist halt eine massive Disbalance. Und wenn du dieses Konzept verstanden hast, dann wirst du ab sofort, ab Sekunde 1, die Verantwortung für das Herz deines Partners übernehmen. Du wirst keine Beziehung mit jemandem eingehen, außer du hast dich Hals über Kopf in diese Person verliebt und bist bereit, dich selbst aufzuopfern, dein eigenes Herz wirklich risikohaft möglicherweise brechen zu lassen, weil die andere Person sich möglicherweise gar nicht darum kümmern kann, weil die Kapazität dafür nicht vorhanden ist. Deshalb wirst du möglicherweise mit dieser Person gar nicht eine Beziehung eingehen, ja? Weil diese Person nicht bereit ist für eine Beziehung. Wer weniger als 100 Health Points hat, sollte sich erst einmal um das eigene Heilen kümmern. Deshalb solltest du auch nicht sofort in eine neue Beziehung springen, wenn deine alte Beziehung elendig kaputt gegangen ist. Du bist noch massiv verletzt, deine Health Points sind irgendwo bei 30 und das willst du keinem neuen Partner aufbürden. Klar kannst du in der Zeit daten, klar kannst du mit zig Frauen schlafen etc. Aber da musst du halt einfach ehrlich sein und sagen, hey, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung, weil ich bin noch nicht healthy. Ich bin noch nicht gesund wieder nach meiner letzten Beziehung. Ich bin noch nicht geheilt. Du kannst auch sagen, hey, so sieht es nämlich aus. Ich habe aktuell nur 30 Health Points und ja, entweder willst du mich so oder halt nicht. Aber dann überlässt du es dem Partner und kommunizierst es einfach auch offen und dann kann der Partner dann immer noch entscheiden. Und wenn du mitten in einer Beziehung merkst, dass hier die Balance einfach kippt, dass du zu viel gibst, deine Partnerin oder dein Partner zu viel nimmt, dann sprich es doch mal an. Mach mal eine Pro-Kontra-Liste bzw. eine Liste, wer wem wie viel gibt, wer wie viel schlucken muss, was sind die Probleme in der Beziehung. Also wirklich mal aufschreiben. Jeder macht mal eine Liste. Was sind meine Probleme in der Beziehung? Was würde ich mir von dir wünschen, dass du zukünftig änderst? Was liebe ich an dir und was würde ich um alles in der Welt nicht vermissen wollen, so, falls wir uns trennen oder sowas. Und das macht die ganze Sache einfach ein bisschen klarer, was jeder von euch beiden braucht. Und dann fällt es dir auch einfacher, deinem Partner das zu geben und deinen Partner glücklich zu machen. Und falls dir das Konzept gefallen hat, falls du mehr lernen möchtest über das Thema Beziehung, Dating, Frauen kennenlernen, dann geh mal auf flirtempire.com und trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und dann würde ich mich freuen, wenn wir miteinander zusammenarbeiten könnten. In diesem Sinne, danke ich dir fürs Zuschauen, abonniere auch gerne den Channel, falls du noch nicht gemacht hast und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.